Tag, heute ist Dienstag, der 8.3.2016 und Internationaler Frauentag. Tag, heute ist Dienstag, der 8.3.2016 und Internationaler Frauentag. Fällt gerade nicht mehr ein. Tag, heute ist Dienstag, der 8.3.2016 und Internationaler Frauentag. Bin müde. Und Recke und Strecken geschehen. Ja, bei 12 Uhr Dienst. Also ich hab nicht viel Zeit. Das Vlog von gestern ist irgendwie noch nicht fertig und wenn ich es schaffen will, muss ich mich ranhalten, aber ich brauche erst einen Kaffee. Kann sein, dass kein Video entkommt. Mal sehen. Oh Mensch, guck, wir sind viel spät dran. Ich hab doch jetzt 12 Uhr. Wir müssen unsere Gassi-Runde heute ein bisschen kürzer machen. Ist das okay? Ist das ein Ja oder ein Nein? Ein bisschen verpeilen gerade. Das tut mir wirklich leid, mein Scheißer. Kackbeutel? Also, nur einmal kacken heute. Guck mal, was ist da. Erstaunlich warm und angenehm. Die Sonne ausmacht. So viel angenehmer als gestern beim Laufen, obwohl da ja auch die Sonne schien. Kommt einem heute jedenfalls schon wärmer vor. Ja, was liegt denn da? Ja, was liegt denn da? Warte. Hier im Wald gleich wieder ein bisschen kälter. Ich bin ja eigentlich so der Wintermensch, der Wintertyp. Also ich friere lieber als ich schwitze oder so. Und wenn so 30, 35 Grad im Sommer sind, passiert ja Gott sei Dank nicht so oft hier in Deutschland, aber wenn, dann mag ich das auch nicht. Naja, aber so Schneematschewetter oder so mag ich auch nicht. Also kalt, okay, und Schnee auch gerne, aber so Matschwetter ist halt auch scheiße. Aber naja, ist halt Wetter, kannst du auch nicht drüber aufregen. Musst du so nehmen, wie das. Nö, aber ist schon schön und von mir aus kann es jetzt gerne auch wieder ein bisschen wärmer werden. Jens Scheider anrufen. Ich habe ein bisschen die Zeit verpeilt heute. Sehr spät heute. Muss noch duschen. Das Video wird gerade hochgeladen zu YouTube und zu Facebook. Muss die Texte also noch einkopieren und so, aber das dauert auch alles seine Zeit und... Naja, ein bisschen doof. Wenn mir zu knapp wird, werde ich heute nicht mehr veröffentlichen, sondern morgen erst, muss man sehen. Aber irgendwie hat beim Schneiden ein bisschen die Zeit verpeilt. Und gestern Abend habe ich zwar angefangen, aber bin wieder nicht zur Potte gekommen. Das klappt morgens wirklich besser. Ich bin morgens besser im Schneiden. Obwohl das Video, was ich dann heute veröffentliche, vielleicht, also das Video von gestern, da hätte ich auch mehr rausholen können. Aber als ich merkte, dass es sehr knapp wird, habe ich dann mich schon einfach nur beeilt. Nicht so das Optimum.
Nicht das, was man sich eigentlich vornimmt oder wünscht. Jens geht nie an Telefon, was wollt ihr tun? Kann man nichts machen. Morgen und übermorgen habe ich frei. Ja, dann konnte ich mit Jens noch gar nicht quatschen, ob er vorbeikommen wollte oder ob wir uns treffen irgendwo oder so. Ja, müssen wir gucken. Mir kommt das frei natürlich ganz recht. Erstens habe ich geplant, dass ich Mittagsschlaf mache. Ich hoffe, diesmal schaffe ich es auch. Vornehm tut mir das ja öfter mal, aber irgendwie komme ich dann trotzdem selten dazu. Ja, dann ist mal wieder viel Papierkram auf dem Schreibtisch verteilt, den ich irgendwie abarbeiten muss und wegheften muss. Und nicht wegheften, wegheften ist falsch, wegspeichern. Scan alles ein und speichere das. Naja, das muss irgendwie alles abgearbeitet werden und eigentlich wieder viel zu tun. Mal gucken. Wenn ich darüber spreche, wie weit ich mit dem Vlog von gestern bin. Also ich habe ja schon öfter gemacht und geht mir auch öfter so. Jedenfalls, wenn ich darüber gesprochen habe und danach fällt mir mal auf, dass das eigentlich, also das ist wahrscheinlich so das Langweiligste im Vlog, oder? Wenn ich im Vlog übers Vloggen rede? Naja, ich werde mir die zwei freien Tage auch mal dazu nutzen, ein bisschen über mein Vloggen nachzudenken und zu überlegen, was besser werden muss, also für mich besser werden muss, was ich besser machen will, was ich besser machen kann und was ich vielleicht weglasse. Zum Beispiel übers Vloggen reden. So, Cookie, komm, wir müssen. Aua. Das tat in der Schulter weh. Hast du keine Lust nach Hause, ne? Ich weiß. War auch sehr kurzzeitig. Dann lassen wir den Stock hier. Mach mal aus. Wird's hier morgen wieder. Hm? Na los, komm. Oh, keine Ahnung, ob der Fokus hier sitzt, aber ich glaube ja. Müsste eigentlich so passen. Siri ist immer witzig. Ich frage Siri vorhin, wie spät es ist. Sie sagt mir 9.45 Uhr, was es war. Ich frage Siri eben, wie spät es ist. Und sie sagt mir, es ist 10.26 Uhr, Mario. Schönen guten Morgen. Ich meine, wenn die Dinger intelligent wären, würden sie merken, dass ich schon um 6.30 Uhr aufgestanden bin, seitdem wach bin. Und würden einfach so sagen, schönen guten Morgen, Mario. Ohne, dass ich sie vorher anquatsche. Cookie, bei unserem Glück gehen bestimmt gleich die Schranken zu. Was habe ich gesagt? Ich könnte jetzt noch rennen, aber nee, machen wir nicht. Cookie, halt! Was du nicht geahnt hast. Halt! So, Cookie, jetzt müssen wir uns aber wirklich ranhalten. Oh, Facebook ist noch nicht mehr zur Hälfte fertig. Tank mal ein bisschen Sonne. Komm mal her. Mach dir mal den Halsband ab. So, bleib ruhig in der Sonne sitzen. Tut dir gut. Puh, gerade so alles geschafft. 17.25 Uhr. Ein bisschen spät dran also, aber alles veröffentlicht. Was ich jetzt allerdings nicht mehr schaffe, ist ein Timelapse zu machen. Ich habe gedacht, ich stelle unterwegs wieder mal die Kamera irgendwie ins Seebad und nehme ein kleines Timelapse auf, aber schaffe ich nicht. Naja. Komme ich gerade hier rein und Hundebesitzer kennen das, ja? Normalerweise wird man begrüßt, als wenn man sich wochenlang nicht gesehen hat, aber ich wurde überhaupt nicht begrüßt. Und ich denke mir so, okay, na gut, ich mir noch nichts weiter dabei gedacht, weil manchmal schläft man dann ja dann doch so tief und fest, dass er mich erst gar nicht mitbekommt. Aber nachdem ich die Tür wieder zu hatte und ich reingegangen bin, habe ich mich gewundert, immer noch keine Begrüßung vom Hund. Im Bett liegt sie nicht, auf der Couch liegt sie nicht, auf ihrem Kissen liegt sie nicht. Viele Möglichkeiten sind ja nicht mehr.
mache ich die Badtür auf, kommt sie mir entgegen. Tja, wäre jetzt interessant zu wissen, warum. Naja, wie auch immer, jedenfalls war der Hund im Bad eingeschlossen. Dann macht ihr auch keinen Mucks, ne? Dann musst du erstmal suchen. Aber als ich sie rausgelassen habe, dann Remi Demi, dann ist er erstmal hier rumgetobt. Naja, das war's für heute. Ich gehe jetzt gleich duschen, dann setze ich mich ans Video. Außerdem muss ich erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen wieder. Und ja, morgen und übermorgen habe ich frei. Das ist sehr schön. Ich muss ja, wie gesagt, hier noch ein bisschen... Du bist aber wieder schreckhaft. Ja, ich muss ja, wie gesagt, hier ein bisschen klar Schiff machen. Und hier liegt halt wirklich viel Kram rum, der noch zumindest abgearbeitet werden muss und geschaut werden muss, wo ich damit hin muss. Ja, gut. Also dann, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Interessiert euch das, wie weit ich mit dem Schneiden bin und so? Ich meine, ihr seht die Vlogs, wenn ich darüber spreche, wie weit ich mit dem Schneiden bin, habt ihr das Vlog ja schon gesehen. Nee. Also wenn ihr, nee, wie denn? Wenn ihr das Vlog seht, in dem ich darüber spreche, wie weit ich mit dem Schneiden vom Vlog davor bin, habt ihr das ja schon längst gesehen. Also ist ja auch, ja, langweilig, oder?